Herzlich willkommen hier bei Horoskop. Es ist die Zeit der Wunder. Willkommen. Und wir beginnen mit dem Widder, den Stieren, den Zwillingen und den Krebsen. Es regnet Herzen. Ob es eine neue oder eine alte Liebe ist, ganz egal. Ihr könnt viel bewegen. Öffnet euer Herz. Bemerkt sie. Lasst sie hier rein. Ja? Und beruflich passiert auch vieles. Ihr könnt gespannt sein, aber bitte die Äußeren aufhalten. Gell? Ja, liebe Löwe-Menschen und ihr Jungfrauen, im April wird sich der Liebesplanet Venus etwas verduften. Das hat was damit zu tun, dass ihr beruflich durchstarten dürft. Eine Basis schaffen. Für wen oder was auch immer, findet es heraus. Oh, ihr Waage-Geliebten, mal so, mal anders. Ihr seid verdammt sensibel unterwegs. Eure Mitmenschen werden es euch danken. Euch entgeht nichts. Ob es in der Liebe oder im Beruf, in der Fitness ist, ihr müsst nur aufstehen und die Sonne begrüßen. Dann klappt es mit so vielen. Also, herzlich willkommen im April, ihr Waagemenschen. Skorpion, Schütze, Steinböcke, aufgepasst, aufgepasst, ja? Für euch heißt es nämlich, der Mars steht im Quadrat für alles, was lebendig und herausfordernd ist. Das heißt, ihr begegnet neuen Dingen. Vielleicht werdet ihr auch Sport treiben. Wäre schick, ja? Probiert es doch einfach mal. Und die Liebe, die ist auch bei euch da, im April. Bevor wir nun zur Botschaft des Monats kommen, noch ein Gruß an die Wassermänner und Fische. Wassermänner, lasst es etwas ruhiger angehen. Prüft und entspannt euch. Der April, der bereitet viel, viel Schönes für euch vor. Ja, und Fische, keine Angst. Für euch öffnen sich auch neue Türen. Und jetzt die Botschaft des Monats. Ihr seid auf dieser Welt, um zu lieben und um geliebt zu werden. Lasst liebevolle Menschen in eure Herzen hinein. Lebt in der Freude, lebensbejahend, die Leidenschaft, jede Begegnung. Es ist schön, dass es euch gibt. Es ist schön, dass ihr da seid. Nutzt mit all euren Sinnen die Kraft der Liebe in euch. Und bevor wir unsere göttlichen Tore schließen, wenn ihr mögt, schreibt uns eure schönsten Erlebnisse. Und die allerschönsten präsentieren wir das nächste Mal hier bei Horoskop. Bis dahin, alles Liebe und Gute.